Wunderschönen Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schaut mal, wer wieder da ist. Hallo. Liebe Jana. Heute im Bauarbeiter-Outfit. Ja, was hast du vor? Ich dachte, wir machen mal eine kleine Tampa-Tour. Und wir schauen uns alle Baustellen an, was natürlich für euch da draußen auch interessant ist, weil es ja inzwischen schon wesentlich mehr Häuser gibt, wie wir sie jetzt gezeigt haben. Schmeiße ich mich doch ganz kurz in Arbeiterkluft, gehen wir drauf und dann machen wir ein paar Fotos und ein paar Drohnenshots für euch. Let's go. Jana? Ja. Welche Baustelle ist denn das hier? Die Villa Wise. Don't I look sexy? Taylor hat im Video gesagt, er will hier ein Tor machen mit Gesichtserkennung und so. Gut, dass es noch nicht da ist, sonst würden wir nicht reinkommen. Steht hier eigentlich ganz gut, das Outfit. Ja, kann man öfter tragen, oder? Schreib mal in die Kommentare, wie mache ich mich als... Was bin ich denn jetzt? Als Konstruktions-Site-Besichtiger? Professioneller Konstruktions-Site-Besichtiger. Wow! Also hier ist ja echt schon voll viel passiert. Versteckst du dich? Ach cool, welche Villa ist das denn? Welche Villa? Ich bin gerade auf dem Klo, kannst du nicht mal kurz alleine? Ach so, sorry. Villa Toff. Mala Toff. Die Villa ist auch ganz besonders, geht über mehrere Stockwerke hier hoch. Ich habe es gespürt auf dem Weg runter. Bin ganz ehrlich, ich bin richtig am... Muss man sich mal vorstellen, wie die Jungs hier den ganzen Tag in der Sonne arbeiten und dann mal ganz kurz einen Sack Zement hier runtertragen müssen. Das ist natürlich schon echt saftig, ey. Sorry Leute, wir sind jetzt hier bei Villa V, beim lieben Victor oben angekommen. Die Villa hatten wir euch schon mal gezeigt. Ich möchte noch einmal bitte, dass ihr diesen Rundum-Ausblick genießt. Also natürlich ist die Palme jetzt hier direkt im Weg, aber sobald du ein bisschen hier rausgehst, oder ein bisschen hier rausgehst. Ach, look at this. Ach, komm. Da sind wir. Villa Chives. Also ich glaube, das ist Number One View. Wenn man Reggiani sieht, die Berge sieht, die Reisterrassen, das Meer, den Strand. Alles. Aber man hat kein Sunset. Aber das Geile ist ja, du kannst ja hinter dem Haus, du hast kein Sunset aus dem Wohnzimmer-Poolbereich, das stimmt. Ja. Aber du gehst hinter dem Haus, gehst du hier hoch und hast ja diese Aussichtsplattform. Ja. Und dann bist du ganz oben auf dem Berg, kannst du über die Ridge gucken, bumm, und dann hast du den besten Sunset von allen, weil du ganz oben bist. Ja, Villa Chivo verkaufen, Villa V kaufen. Villa V for Victory. Also, das ist echt eine Winner-Location hier. Aber ich finde unser Haus schöner. Deswegen würde ich niemals tauschen wollen. Es ist immer wieder schön, nach Hause zu kommen. Als wären wir so richtig lange weg gewesen. Vor allem, wenn es so mega schön sonnig ist, ja. Blauer Himmel, Frühstück auf dem Tisch steht. Papa ist wieder da! Hallo, Baby! Wo ist Baby hingelaufen? Wir haben gerade einen Herzinfarkt gekriegt, Zuga und ich. Ich habe ihm nämlich ganz kurz erklärt, wegen Frühstück, dass sie gleich kommt. Einmal war Mila weg. Wir gucken, sie sagt nichts, sie versteckt sich einfach da. Hinter der Säule. Guck mal. Was hast du da gemacht? Was hast du hier gemacht, mein Schatz?
Warum versteckst du dich? Dreimal darfst du raten, Papa. Ich wollte die ganze Zeit mit dir telefonieren. Oh, echt? Ja. Papi war auf der anderen Seite des Berges, da gibt's noch kein Internet. Und was hat Papa da gemacht? Papa hat die Häuser besucht, die Baustellen. Ich hab gesagt, Papa war Drohne fliegen. Papa war Drohne fliegen. Guck mal, Papa hat einen Helm bekommen. Weil wir auf Baustellen waren, das ist immer gefährlich, da braucht man einen Helm. Wow. Guck mal. Zack. Ja. Einmal aufsetzen. Zeig mal wieder. So. Es gibt Scrambled Tofu heute. Oh, Scrambled Tofu zum Frühstück? Boah, wow, Hammer! Let's go! Aber das ist ganz nass geschwitzt, Baby. Darf Papi das ausziehen? Ja? Vielleicht muss man ganz kurz erzählen, davor hat Mila geweint und sie mag keine Veränderungen. Und Cheng darf sich nicht ausziehen, aber er darf jetzt was Neues anziehen. Ich will nichts anziehen, ihr kennt mich. Ich liebe es so rumzulaufen. Wenn ich morgens so aufstehe, dann darf ich so sein. Das ist werbefreundlich. Oh. James, hast du denn schon verraten, warum du eigentlich so oft hier in Tampa bist? Weil ich euch so liebe, das wisst ihr doch schon. Wir haben nämlich irgendwann mal angespoilert, das zu verraten und dann... Alle wollten dieses Geheimnis wissen, ja, aber es ist im Sande verlaufen. Ja. Jana will es immer noch nicht verraten. Ehrlich, ne? Vielleicht am Ende des Videos oder vielleicht im nächsten. Oh, ihr könnt ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was vermutet ihr? Warum trägt James diese sexy Bauarbeiterkleidung? Aber hat sie den Bau übernommen? Wir müssen so ändern in Work in Paradise. Work in Paradise. So, Mila, hat Papa jetzt das gleiche T-Shirt an wie du? Habt ihr euch abgesprochen? Okay. Einmal auf den Arm. Hui. Oh, man sieht den nackten Po. Hab ich geblurrt. Erzähl mal, wo war Papa gerade? Da. Anna. Da mit Jana. Und was haben wir da gemacht? Wie sich das anhört. Ich würde auch gerne wissen, was habt ihr gemacht mit Jana? Wo kommen wir so verschwitzt wieder? Warum kommt ihr so verschwitzt wieder? Guck dir das Video an, das weiß ich. Auf jeder Baustelle waren wir. James, willst du mir was beichten? Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Stefan, was du denkst. Oh, what type of magic have you done today, Suga? Scramble. Scramble. Tofu. Scramble Tofu. Tofu Magic. Tofu Magic? Das könnte auch in eine schroomige Richtung gehen. With some mushrooms on top will be good as well. Jana meinte heute Morgen, wir haben Magic Mushrooms auf dem Weg. Bist du sicher? Test es! Ich bin nicht so der Shroomboy, muss ich sagen. Falls ihr die Wirkung sehen wollt, im nächsten Video abonniert den Kanal James und Xinglong essen ein paar Mushrooms. Hier soll Papa sich hinsetzen. Mami. Dankeschön. Mami sitzt da. War ein bisschen krass, Papa. Und Papi sitzt hier. Und Baby sitzt da. Und wer sitzt da hinten? Da. Wer sitzt da? Anna. Anna? Jana sitzt da hinten. Guten Appetit! So, Hälfte der Butzen haben wir durch. Jetzt gehen wir gleich los und machen die zweite Hälfte. Zur Mittagssonne. Zur Mittagssonne. Jana, bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist? Ich glaube, diesmal mit Sonnencreme, oder? Jana, es wird jetzt erst gerade ein bisschen warm in der Mittagssonne. Jana kriegt keine Moskitostiche, Jana bekommt keinen Sonnenbrand. Sonnenbrand voll. Ich bin nur nie in der Sonne. Auf deiner Insel gibt's gar keinen Schatten. Weiß mal rein, Papa T-Rex. Oh, yes. Rah. Oh, jetzt kommt der Geschmack erst durch. Geil, was hast du in diesem Tofu noch reingemacht? Kurkuma. Kurkuma? Kermi Kremsen. Ich glaube, wir müssen uns hier gleich ein Michelin-Sternchen anhängen. So gut, wie das Essen hier langsam wird. Thank you, Suga. Hallo, Baby. Groß. Große und kleine Schüssel? Ja. Geil. Geil, Papi. Große Schüssel für Papi. Und was kommt da rein? Geile. Cool. Mama wirft. Oh, nicht getroffen. Ey! Sehr gut! Oh. Ist Mama ein Pro oder der? Was? Auf einen halben Meter kannst du hier haben. Vorbei mit dem Spaß. Gerade waren ein paar Leute von Daikin da. Und wir haben hier nämlich das Problem mit der Aircon. Eigentlich haben sie versucht, dich gestern zu erreichen, ne? Aber die hatten irgendwie nicht deine aktuelle Nummer. Das ist auch mal eine Story, die kann man ganz kurz ankratzen.
Wirklich, also ich habe ja meinen deutschen Vertrag, Handyvertrag, abgemeldet seit Ewigkeiten. Aber dann hat WhatsApp mich gefragt. März 2020. Na, WhatsApp mich gefragt, inwiefern ich die alte Nummer behalten möchte. Ja, klar, so wollte ich behalten. Und jetzt wurde ich irgendwann, 2 Jahre später, gekickt. Verständlicherweise. Weil diese Nummer an irgendjemand anderen weitergegeben wurde. Und ja, und dann wurde ich aus allen Gruppen überall rausgekickt. Und dann dachte ich mir so: Scheiße, was ist denn jetzt los? Und diese Person ist jetzt in allen Gruppen, müsst ihr euch vorstellen. Wir haben ganz viele Arbeitsgruppen, wir haben eine Familiengruppe, wo wir Mila-Fotos teilen. Und diese Person möchte aus dieser Gruppe nicht austreten. Die Sache ist, ich habe eine Rundum-Nachricht geschickt. Und die ist bei 90% der Leuten aber nicht angekommen. Jedes Mal, wenn ich in jeden einzelnen Verlauf reingucke, sehe ich, dass diese Nachricht nicht durchgehen. Jetzt muss ich jeder einzelnen Person, was ja so 2,8 Millionen verschiedene Kontakte sind, jeden einzelnen Individuum schreiben, dass ich eine neue Nummer habe. Richtig stressig. Okay. Ich glaube, die Person ist richtig genervt. Weil die halt rundum kassiert. Wird, genau. Von allen Seiten. Die Chang erreichen wollen. Ja, richtig mies. Aber naja, Storytalk vorbei. Jetzt müssen wir diese ganze Schrankwand ausräumen, damit die Aircon repariert werden kann. Die Aircon an sich scheint zu funktionieren, aber die Schläuche dahinter, irgendwas ist in der Wand kaputt gegangen und deswegen liegt es da, Wasser läuft, bla bla. Aber das Gute ist, Papa, Richard ist am Start. Richard ist derjenige, der hier alles fixt. Good to have you, Richard. Thank you so much. Absolutely no pressure, but you know this needs to be fixed, right? Part of the job. No worries. Er meinte, wenn die daran müssen, dann müssen die Schrankwand rausziehen. Das schaffen wir doch zu zweit, oder? Richard, you think the two of us, we can pull out the wardrobe? No problem, right? Yeah, no problem, no problem, no problem. It's not that we talk about in detail what's happening here, it's just the fact that something is happening, people come in and out and movement and boom. Just wait for them. Kannst du uns einfach mal Staub wischen? Ja, auch gar nicht so verkehrt. Ups. Ist das für Papi? Ja. Blau für Papi? Was hast du für eine Farbe? Nein. Was? Rot. Rot? Das ist rot und das? Nein, pink. Wir haben uns so sehr gefreut, dass Onkel Sebastian, mein Bruder, damals Play-Doh mitgebracht hat. Richtig qualitativ hochwertige Knete, haben wir uns gedacht, aus Deutschland. Und dann haben wir gesehen, dass es hier auf Indo auch Play-Doh gibt. Hä? Warum? Die gibt's hier auch. Wo denn? Ich hab die irgendwo gesehen, letztens. Echt? Ja. Nicht mit mir. Warst du da mit Jana? Oh, stressig. So auf Krampf, so eine Story einbinden. Ja. Jana ist alleine jetzt losgedüst. Ich habe ein bisschen Terz gemacht. Nein, du bist hier geblieben wegen den Aircon-Leuten. Ne? Ja, genau. Und ich habe gerade gehört, dass die Avocado-Bäume angekommen sind. Ach was. Hä? Ist ja niemand hier. Aber die Bäume stehen da. Alter, wie viele Leute einfach bei uns sind. Ihr wollt in der Villa Chibo gepflanzt werden? Ja, Jungs, komm. Los geht's. Da runter. Ah, buon avocado? Yes, avocado family now. Di sini masih Villa Chibo? Yes. Mantap. Makasih banyak semua. Paman is here, the chef, there again, This is very, very big. Oh, this is beautiful. Yes. Unsere erste eigene Guave. Ist eine Chili? Yes. Hey, wie gut ist das denn? Die haben uns gar nicht Bescheid gesagt. Aber hier ganz am äußeren Rand des Grundstücks, und ich meine, wir sind schon einen Ticken über unserem Grundstück drüber, aber er meinte gerade, unser Grundstück geht bis zu den Bambus da hinten. Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen weiter drüber hinaus. Sag auch gerade, einige der Bauarbeiter haben hier so ein bisschen Chili gepflanzt. Ah, jetzt ist besser, der Generator ist aus. Die haben hier ein bisschen Chili gepflanzt. Und guck mal, wie geil die Chilis hier schon aussehen. Hey, ich habe die noch nie gesehen. Wir wohnen hier seit 2 Jahren, haben die Chilis noch nicht gesehen. Das ist schon ziemlich weit draußen. Und die haben das hier hinten so ein bisschen hinter dem Citronella gepflanzt. Deswegen ist das hier auch ein bisschen mehr so Gebüsch und versteckt. Mehr Guava. Beautiful. Brapalama, Lagi? Okay, 2 months. 2 months? Yes, 2 months. Like this. For the security monkey here.
monkey coming here. Oh, okay. Yeah, monkey. We need to protect. Yeah, well, for the team, my team, stay here for the security. Okay. Yeah, bagus. Kami perlu banyak machete. Yeah. Mendengar? Yeah. Monkey? Yeah, it's full here. In the tree. Hier, guck mal. Wir reden gerade von den Affen. In der Sekunde ist hier gerade eine ganze Affenbande. Schaut mal. Ja, bisschen, ich bin mit Weitwinkel unterwegs, sorry Leute. Ja, die kleinen Gangster, die haben uns auch schon die ein oder andere Banane stibitzt. Aber so ist es im Dschungel. Mangis sudah ambil pisang. Ja, ja, ja. Dann sekarang mangga hanya satu. Ja, der Mango. Mhm. Das ist der eine Mangobaum, den wir haben. Da werden auch später noch weitere folgen. Aber wir haben halt, ne, wie ihr gerade zeigt, also das ist hier alles Avocado. Da hinten kommen noch weitere 15 Avocado jetzt. Und wir haben ganz viele Guave-Bäume, auch hier in diesem mittleren Bereich. Pomegranate, Granatapfel haben wir mehr so vor dem Pool. Und auch diese schönen saftigen Orangen, die hier eigentlich alle importiert werden. Sunkiss-Orangen, haben wir auch hier gepflanzt. Wir hoffen mal, Daumen drücken, dass die hier wachsen. So, Mila schläft, Mittag war vorzüglich. Hier nochmal eine ganz kurze Story von Sabibu, ich habe vergessen zu filmen. Couscous-Salat, fabelhaft. Jetzt sind wir wieder unterwegs bei der Villa Herring. Hallöchen! Alter, ich dachte, es ist vorbei jetzt. Haus bricht zusammen. Game over. Alles gut? Alles gut. Ja. Mein Handy kann ich vielleicht ganz lang. Kann ich es behalten? Wer bist du denn? Haus noch nicht mal fertig und ein Hund ist schon eingezogen. Oh, ich glaube, hier müssen wir mal was machen bei dir, ne? Müssen wir mal was machen bei dir? Du hast noch auf der Wohngemeinschaft. Was ist denn hier passiert? Kleine Hautdisease und eine dicke Wunde an der Seite. Wir können später nochmal wiederkommen und ihm dieses Mittel geben, damit wir das hier mal heilen lassen können. Na, kleine Maus? Das sieht hier auch crazy aus. Bin mal gespannt, was das hier wird. Sieht auch so aus, als würde das hier alles Glas werden. So ein 270 Grad Glascontainer. Glascontainer klingt jetzt nicht so nice, aber Aussichtsplattform. Schaut mal. Quasi so ein riesen Überbau, riesen Innenraum hier. Ich weiß nicht, ob hier noch separierende Wände reinkommen oder ob das so riesig bleibt. Der Pool geht nach innen rein. Der ist hier quasi komplett überdacht. Und läuft dann raus. Wahnsinnig groß ist dieser Pool, bitte. Verrückt, wie groß das hier ist. So. Hallo Villa Kami. Da waren wir letztens. Jetzt schauen wir uns einmal ganz kurz auf der Nachbarseite um. Villa Nabu. Auch hier direkt auf der Treppe. Ganz krasses Gefühl, tatsächlich noch nicht visualisieren zu können, wie das hier näher aussehen wird mit den ganzen verschiedenen Levels. Natürlich sind wir auch weiterhin für euch hier vor Ort und werden auch den weiteren Prozess dieser Häuser auch noch mal mehr im Detail durchgehen. Heute erstmal grob überall einfach mal zeigen, euch ein Bild geben, wie viel hier eigentlich gerade gebaut wird. Also weiter geht's. Herzlich willkommen zur Villa NN. Hereinspaziert. Herein! Oh, pass auf! Mega cool, Bagger hält kurz für uns an, hat hier sogar noch den Weg platt gemacht, damit wir hier durchlaufen können. Mega korrekt. Und das ist Banyak. Jetzt sind wir in der Villa Bö. Oben drüber. Ich glaube, das ist die Villa mit dem King- oder Queen-Platz hier in Tampa Hills. Momentan höchstes Lot. Thank you.
Wir sind jetzt hier schon 3 Levels hochgelaufen und trotzdem... Ja, 4? Alter, und trotzdem gibt es hier immer noch irgendwo einen Weg, der weiter nach oben führt. Wie komme ich denn hier rüber jetzt ohne mir... Nicht hier. So. Jo. Also. Der Lift geht bis da vorne. Der Lift. Und dann kann man vom Weg hier runter seine Sachen ins Haus tragen. Muss man sie nicht schleppen. Also da hätten wir auch früher drauf kommen können. Tatsächlich haben die sich hier einen Lift eingebaut. Oder ist im Prozess. Halt dadurch, dass es hier 12 und 30 Etagen gibt, wenn man dann einen Einkauf getätigt hat, wer der ein bisschen mehr als ein Kilo wiegt, dann ist es natürlich schon praktisch, das hier, sich das hier so hochfahren zu lassen. Dann könnten wir fliegen, also du und ich, können wir von hier Luftlinie zu Lulacivo fliegen, die ist nämlich genau da. Stimmt. Crazy. Die können dir jetzt gerade ins Schlafzimmer gucken, ne? Wenn die richtig gute Augen haben. Wenn sie so ein Teleskop haben. Können Sie auch gucken, wenn ihr da draußen auf diesem Daybed sitzt? Ja, stimmt. Ins Netz rein, oben auf die Yoga-Plattform. Ja. Ja, ich glaube, wir müssen da noch mal ein paar Bäume hochziehen. Was ist da auf dieser Plattform? Noch nichts. Noch nichts? Außer ein paar Piekser. Da sollte man sich hier nicht hinsetzen. Hier kommt so eine Bar drauf. Da kann man dann so Sunset-Drink schlürfen. Alter, stell dir mal vor, da, kann man da rauf? Probier mal. Probier mal und wenn es einkracht, dann... Dann gehe ich nicht hinterher, ist doch klar. Stell dir vor, hier so ein DJ-Pult. Everybody in the house! Hier ist der Dancefloor, hier. Alter, wie krass wäre das denn? Dann im Hintergrund Feuerwerk. Einfach krasser, wie es nicht geht, Alter. Was ist das? Wo sind wir hier? Das ist viel zu heftig. Also ist der Aufzug vielleicht für den DJ? Gar nicht für die Einkäufe. Der geht nämlich direkt bis hier vorne. Der DJ wird direkt zum Pult gefahren. Ja, wer weiß, wer sich sowas leisten kann. Der hat vielleicht auch einen persönlichen DJ, der hier jeden Tag auflegt. Oder ist ein DJ. Oder er ist ein DJ. Das kann natürlich sein. Das ist jetzt nur eine Vermutung von uns, aber schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, was ihr denken würdet, was hier oben hinkommt. Oh! 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 Ein vergessen. Perfekt. So, Was?